So, hallo und weiter geht's mit Let's Plays Minecraft, Skyblock Island natürlich und hier in unserem schönen, wunderbaren Haus, an dem wir hier nur noch oben hier unser Dach kurz vollends fertig bauen müssen. Okay, ich habe Minecraft neu gedownloadet, ich muss kurz nochmal meine Sachen umstellen, Controls, Inventar, wo ist es denn? Inventar, E, dann, back to game. Ich habe das gerne auf E, keine Ahnung warum. Ich habe mir das irgendwann mal auf E irgendwie angewöhnt. Und seitdem mache ich das nur noch mit E. So, dann bauen wir hier mal das fertig. Aber ich habe so die Befürchtung, oder ich habe nicht die Befürchtung, es ist einfach so, das langt nicht. Mein schöner Cobblestone hier wird da niemals mehr langen. Und schon ist Ende mit Cobblestone. Bitter, bitter. Gut, also muss ich hier wohl erstmal wieder ein bisschen Cobblestone farmen. Und da gibt es, glaube ich, ein kleines Problem. Ja, weil mein Cobblestone-Generator hier schon weg ist. Oder weg ist, nicht schon, sondern einfach weg ist, Punkt. Ist gerade Nacht schon, gell? Ja! Hui. Sammle ich hier mal mein Zeug ein. Ja, läuft noch perfekt. Sehr schön. Okay, also Monsterfalle funktioniert immer noch grandios. Baue ich hier das mal ab. Das sieht irgendwie hässlich aus. Wenn ich hier an meinen Baum hier so dran klebe. Und dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt dann wohl oder übel mal eine neue, einen neuen Cobblestone-Generator. Ja, und den bauen wir am besten ganz weit weg. Das Problem daran ist jetzt leider, dass ganz weit weg eher nicht ist. Also so nicht drin ist. Weil auch weit weg von meinem Haus kann ich ihn gar nicht bauen. Ich muss das quasi hier bauen. Und ja, dann mache ich das doch einfach auch da. Ich habe hier noch 12 Cobblestone sogar, das ist ja sehr gut. Dann kann ich nämlich hier gleich den Generator auch hinbauen. Und muss da nicht noch irgendwas, was weiß ich, aus Dreck oder so bauen. So, wie groß muss das Ding hier sein? Also Lava, Cobblestone, Wasser, Wasser, also hier noch. Und dann kommt hier ein Loch rein. So. Und dann baue ich hier mal so ein kleines Dach wieder drüber. So, und dann hole ich mal den Eimer. Wo ist denn mein Eimer? Den werde ich ja nicht verloren haben, hoffe ich. Nein, da ist Eimer mit Lava. Ich habe hier nochmal 64 Cobblestone. Dann brauche ich ja gar nicht so dringend Cobblestone. Ja, aber egal, einen Cobblestone-Generator brauche ich auf jeden Fall auch wieder. Dann würde ich sagen, baue ich den noch einfach mal kurz. So, dann entsteht hier der Cobblestone. Dann kommt hier die Lava rein. Die baue ich auch schön zu. Und dann kommt hier Wasser rein. Das Wasser kann ich ja von irgendwo holen. Kann ich auch hier rausholen. Ja. Und dann kommt da einfach Wasser rein. Und schon haben wir wieder einen schönen Cobblestone Generator. Sollte auch funktionieren. Probieren wir mal kurz. Hui, wunderbar, funktioniert. Okay, wir haben wieder einen schönen Cobblestone Generator. Zwar immer noch ein einfaches Modell. Es gibt auch noch ein komplizierteres Modell, aber... wo dann von hier auch noch quasi ein Cobblestone entsteht, wo man dann immer so hin und her hacken kann. Ja, ist ja einfach erweiterbar und für uns tut's das jetzt erstmal so, wie es ist. Ja, die 64 Cobblestone hier, die langen jetzt auf jeden Fall noch. Hier für das bisschen Wand hier und dann ist ja unser Haus auch schon fertig. Und genau. Dann gucken wir, was wir als nächstes noch machen. Was könnten wir denn noch so vorhaben? Mal gucken, was mir noch so einfällt. Auf jeden Fall ist das Let's Play noch nicht zu Ende. So viel kann ich schon mal verraten. Okay, und unser Haus ist fertig, soweit. Wir können jetzt hier natürlich noch irgendwas episch einrichten, aber darauf verzichte ich jetzt erstmal. Das Einzige, was ich mache, Moment. Ich baue mal hier diese Baubeleuchtung ab und beleuchte hier das mal ein bisschen schöner. Eigentlich mehr Fackeln, nee. Muss ich mal dringendstens was craften. Oh, dann hier oben. Ja, so, perfekt. Okay, und dann muss ich das hier auch noch irgendwie anders machen. Das sieht nämlich so extrem hässlich aus. Dann habe ich noch Holz. Habe ich nicht mehr Holz? Hoppla. Nö. Nö, ich habe kein Holz mehr. Buhuhu, aber Knochen habe ich ganz viel. Oder Knochenmehl? Habe ich Knochenmehl auch noch? Knochenmehl. Knochenmehl habe ich nicht mehr. Fatal. Ja gut, dann mache ich halt daraus einfach mal kurz Knochenmehl. So. Jetzt habe ich Knochenmehl. Saplings habe ich auch ein paar dabei. Ja, also Dreck habe ich auch dabei, glaube ich. Yep. So,
dann sieht das jetzt gleich folgendermaßen aus, wie wir das machen. Und zwar mache ich das so und so und so und so. So, so, so. Max endlich. Wir können es. Ah, jetzt hat er's. Okay, wieder ein Riesenbaum. Mal gucken, ob wir den auch stehen lassen können. Ob der auch so stylisch aussieht. Aber jetzt erstmal hier. So. Achievement get. Getting wood. Phänomenal. Einfach zu geil. Ich hab wood. Episch. Oh Mann, und jetzt haben wir hier wieder so ein Riesenteil stehen. Voll ätzend. Und zwar ernsthaft ätzend. Das war jetzt gerade nicht irgendwie ironisch gemeint oder so. Einfach nur ernsthaft ätzend, weil, ja, bis der Kacke jetzt abgebaut ist, dauert das erstmal. Und außerdem ist meine Axt kaputt. Sehr schön. Ah, gut, dann gehen wir aus dem wieder runter. Und das Holz lang ich auch erstmal noch kurz. Moment, für was wollte ich denn das Holz haben? Ich bin so verpeilt. Ach genau, weil ich das da anders gestalten wollte ein bisschen. Ja, so, 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 so. Ja, eigentlich brauche ich nur eine Axt. Passt so schon. Genau, und dann gehe ich einfach gleich wieder raus. Gut, bauen wir uns hier wieder hoch. Und machen hier weiter. Bau, bau. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mein Haus nicht kaputt mache. Hat der hier das kaputt gemacht, die Stufe? Aber, oder habe ich die... Oh, vorhin habe ich aus Versehen abgeholzt. Vermutlich habe ich die aus Versehen abgeholzt. So. Alter, das ist ein Riesenviech wieder. Der Baum. Aber der kann ja nicht stehen bleiben. Der wird auf jeden Fall überhaupt gar nicht passen. Ja. Deswegen wird der auf jeden Fall hier komplett abgebaut. Der hat hier nichts verloren. Moment, ist das jetzt schon der epische Baum, der stehen bleiben darf? Oh ja, tatsächlich. Okay, da muss ich da jetzt ein bisschen aufpassen. Aber das hier oben kann auch weg, oder? Ja, das ist ein bisschen kompliziert, weil ich jetzt nicht genau weiß, was zu welchem Baum gehört. Aber das hier kann auf jeden Fall noch weg. Das hier auch. Das hier auch. Und das kann auch noch weg. Da brauche ich keinen Baum. Da drüben, das hier kann auch weg. So, da oben ist kein Holz mehr drin. Okay, wenn irgendwas übrig bleibt, kann ich das ja nachher auch noch abbauen zur Not. Jetzt gehe ich erstmal runter. Genau, und jetzt habe ich erstmal wieder genug Holz. Für meine nächsten, ja, für die nächsten paar Minuten. Und dann gehen wir hier doch gleich wieder rein. Bauen uns unser Holz hier ein bisschen um. Aber nicht alles. Moment, ich behalte mal was. Ich brauche ja auch irgendwie wieder Kohle ein bisschen. Genau. Und dann baue ich das hier oben kurz um. Weil das sieht einfach ein bisschen zu gequetscht aus hier mit dem Geländer. Irgendwie. Das stört mich das gerade. Das sieht irgendwie nicht so toll aus. Das mache ich jetzt anders. Das mache ich jetzt einfach ganz klassisch. Baue ich jetzt hier einfach zu. Und wo dann noch ein stylisches Geländer hier hin kann, ist hier. Genau so. Dann habe ich hier immer noch ein Geländer und ja, das sieht so auch okay aus. Auch wenn man hier reinkommt. Das ist vollkommen okay. So. Dann habe ich hier jetzt nämlich einen großen Raum. Und ja, da mache ich doch dann mal hier, glaube ich, noch eine Wand rein. Hier auf dem Steinding hier. Dann habe ich hier nämlich nochmal zwei Räume. Wobei, ich könnte eigentlich auch das alles hier als einen Raum gelten lassen. Dann kann ich hier vielleicht irgendwie so ein Schlafzimmer oder so machen. Mal sehen. Hier ist also die Abstellkammer. Da werde ich dann mal hier meine Utensilien hin verlegen, glaube ich. Wobei das ja eigentlich auch so bleiben kann. So ein bisschen als Wohnraum oder so. Wie auch immer man das nennen mag. Könnte ich hier wie so ein Lager vielleicht machen. Mal gucken, was mir da noch dazu einfällt. Ja, was können wir jetzt machen? Wir sind eigentlich soweit jetzt schon fertig. Aber ich warte jetzt hier auf jeden Fall noch weiter Let's Playen. Habe ich ja vorher schon gesagt, also keine Sorge. Baue ich erstmal hier wieder meine Erzeugnisse ab. Weil da gibt es ja auch Achievements dafür, möglichst, also sich relativ viel von mehreren Rohstoffen zu kriegen. Zum Beispiel viel Brote oder so. Und das ist jetzt einfach nur noch eine Frage von, ja, Zeit oder
Hoppala. Hier einfach ein bisschen mal was wachsen lassen. So, damit ich wieder Brot habe. Das pflanze ich dann gleich wieder. Ich glaube, ich brauche 10 Brot. Dann machen wir das jetzt mal kurz. So. Hui, 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 hui. Bau, 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 bau. So. Und dam, 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 dam. So, dann sammle ich Hoppala das Ganze mal ein. So. Hier auch. So. Und so. So, so, so. Gut. Wie viel war das jetzt? 15 Wheat. Ich will kein Wheat. Ich rauche nicht. Ich will Getreide. Egal. Ja, verdammt. Wheat schreibt man anders. Egal. So. Zack, 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 zack. Zack. Also, das Wheat schreibt man anders. So. Dann hier so. So. So, wie mache ich denn Pumpkin-Laternen? Muss ich mich mal kurz weiterbilden. Hier gibt es noch ein bisschen Items. Wie gibt's denn... Wie kann ich Pumpkin-Laternen machen? Einmal probieren kurz. Moment, habe ich noch Fackeln? Nee. Ich meine, da braucht man Fackeln dazu. Ah, ich habe hier sogar noch Kohle drin. Auch gut. So. Mache ich ein bisschen Fackel. So. Geht so Pumpkin-Laternen? Nee. So. Ah, so, Chaco-Laternen heißt's, okay. Lantern. Gut, dann habe ich jetzt also Chaco-Lanterns. Ja, die kann ich eigentlich auch irgendwo hinsetzen, die stylische Laterne. Die kann ich. Wo setze ich denn die hin? Irgendwo, wo es super passt. Da drauf? Nee. Hässlich. Hier hin und hier hin. Hässlich. Die passt hier nirgends hin. Ich glaube, ich lasse die einfach weg. Ich probiere nochmal kurz, wie das aussieht. Bäm, macht natürlich episch Licht, aber sieht scheiße aus. Deswegen tue ich die lieber in die Kiste. Einfach so als, ja, die darf da rumstehen. Als Achievement. Okay, hier habe ich ja nochmal sogar 2 Pumpkins. Dann kann ich gleich nochmal Pumpkins machen. Also diese Chocolatons machen, meine ich. So, und mache ich hier mal so eine Reihe, wo ich von Sachen, die ich für die Achievements brauche. Was gehört da noch dazu? Was brauche ich denn so für die Achievements noch? Brot. Moment, dann backe ich mal Brot kurz. Hier. So, so, so. 5 Brot. Naja, ich glaube, man braucht 10. Aber das ist ja jetzt, wie gesagt, noch eine Frage der Zeit, ob ich alles wirklich dann fertig mache. Das weiß ich noch nicht. Aber ja. So, die brauche ich eigentlich nicht. Wobei, doch, Moment mal, man kann noch eine Angel bauen. Wie geht denn das? Irgendwie so. Nur tue ich jetzt hier nochmal den String weg und mache nochmal sowas. So, irgendwie so. Moment, wie ein Bogen ging, weiß ich auf jeden Fall noch. So gegen Bogen, glaub. Gut, ich bin schon ruhig. Verdammt, wie ging denn Bogen? So rum, okay. Bow. Guten Bogen habe ich schon mal. So, dann mache ich jetzt noch mal kurz 4 Sticks. Und dann, wie ging denn eine Angel? Eine Angel muss doch auch so gegangen sein, oder? Oh Gott, wie ging denn eine Angel? Eine Angel, Moment mal. Angel, was wäre denn logisch für eine Angel? Sowas vielleicht noch. Puh. Ja. Ich guck mal in meinem schlauen Heftchen nach. Ich habe hier so ein stylisches Crafting-Rezept. Hörte mich jetzt mal kurz blättern. Angel, 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 Angel. Angel, weil ich will noch angeln. Angel, 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 Angel. Ah. Okay, hat Logik. So, so, so. So, so. Genau. Fishing Rod. Okay. So, dann baue ich mir jetzt mal kurz noch einen kleinen Teich. Wobei, Moment, den muss ich ja drin machen. Verdammt. So kompliziert, wenn ich den drin machen muss. Mache ich einfach das Ding hier noch größer, würde ich sagen. Ja, so mache ich das. Wunderbar. Dann baue ich mal das folgendermaßen. Baue ich hier so einen Swimmingpool hin. So, 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 so. So, so. Wenn wir das hier jetzt alles mal sehen.
Und zwar folgendermaßen. Also eine Spitzhacke. Habe ich keine Spitzhacke mehr? Spitzhacke. Muss ich mich hier gerade wieder die ganze Zeit orientieren schon. Ah, ich habe ja auch noch Sticks drin. Warum sagt mir das niemand? Ach, hier ist so eine Spitzhacke. Ja, weil ich schon relativ lange nicht mehr Let's Played habe. Die Map hier. Und schon muss man sich wieder neu reinfinden. Schlimm, schlimm. Eimer habe ich dabei. Habe ich tatsächlich dabei. Ich hält. Moment mal, kann ich jetzt hier hinten noch was rausnehmen? Überhaupt? Nein. Gut. 1-0 für mich. Naja. Natürlich nicht für mich. Ist auch egal. So, verdammt. Gut, jetzt kann ich hier wieder was rausnehmen. Ja. So. Ja, also, so wird es doch. So. Epischer Swimmingpool. Mache ich das folgendermaßen. Kommt einfach das Ganze hier unten raus. So. 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 Jetzt mache ich ein bisschen tiefer, dass da auch auf jeden Fall Fische drin sind. Ich habe in Minecraft ehrlich gesagt noch nie geangelt. Und deswegen, ja, ist es ziemliches Neuland jetzt. So, und hier dürfte jetzt überall Wasser sein. Genau. Wunderbar. So, dann bauen wir hier doch mal einfach runter. So, so, so. Wupp. Mal Luft holen auch zwischendurch. Und dann hier was hinbauen. So, so. 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 Wow. So, so, so. Wow, jetzt geht mir aber dann langsam der Cobblestone dann endgültig aus. Wow, wow, wow. Stress, Stress, Stress. Ich habe hier wieder ziemlich wertvolle Sachen dabei, fällt mir gerade ein. Ich schlaubi. Aber ja, ah, Herzströmung. Langweilig. Komm, geh hoch. Danke. So, und Boden mache ich aus Holz. Da habe ich jetzt gerade Lust drauf. Nicht nur, weil wahrscheinlich mein Cobblestone nicht mehr langt, sondern auch einfach so. Ja, zwei tief müsste doch eigentlich lang. So, dann mache ich das einfach so. 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 Ob jetzt da Angeln funktioniert, weiß ich auch nicht so genau. Ich probiere es einfach mal. So, Angel. Hui, hui, hui. So, was muss ich jetzt genau beachten beim Angeln? Ich habe keine Ahnung. Warten oder... Hängt die da jetzt irgendwo oder... Beißt da was an? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere das jetzt, wie gesagt, einfach mal so. Was zur... Ah. Nein, angeln. Schön. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube... Ah, nein, ich will die Ansicht hier. Genau. Weil da hängt sich da sofort irgendwie... Irgendwohin. Jetzt sieht es so aus, wie wenn es auf dem Wasser treiben wird. Hm. Hängt es jetzt fest? Heißt es, dass es festhängt, oder... Wie muss ich das verstehen? Ich könnte auch mal warten. Ich glaube nicht, dass es jetzt geht. Ja, ist ja auch egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen relativ großen Teich. Das war auch eine von den Aufgaben. Eine Angel habe ich gebaut. Ja, dann setze ich mal mein Bett, glaube ich. Das brauche ich hier nicht zwingend. Das stelle ich mal hoch. Das sieht vielleicht auch ein bisschen schöner aus. Dann kann ich vielleicht hier noch ein Fenster reinbauen. Nee, eher nicht. Nein. Wo ist hier schon wieder ein Enderman? Wo ist hier ein Enderman? Hoffentlich draußen. Ich hoffe einfach mal. So, zu. Hier drin? Nö. Nein, hier tut's doch so einen komischen Enderman-Sound. Verpiss dich!
vielleicht draußen auf meinem Born gespawnt. Auf meinem Born gespawnt. Auf meinem Baum gespawnt. Oh ne, auf dem Dach. Na toll. Ach, egal. Okay, wo stelle ich dann hier mal mein Bett hin? Ich glaube. Bett. Ja, hier.